Ja, es liegt Eis auf der Warnow, die ersten dünnen Schichten. An einem recht kalten, aber sehr, sehr schönen Wintertag begrüße ich Sie, liebe Zuschauer, zu unserer nächsten Zeitreise. Oft werde ich gefragt, wo befindet sich eigentlich der schönste Ort, um Rostock zu sehen? Da gibt es ganz bestimmt jede Menge, aber mein Lieblingsort, den ich bevorzuge, der ist hier am Ostufer der Warnow mit dem herrlichen Blick auf die Silhouette meiner Heimatstadt. Eine Silhouette, die in 800 Jahren entstanden ist, geprägt wurde von Stadtplanern, Stadtarchitekten, Stadtbaumeistern. Und die meisten von ihnen haben eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Einige davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. Die großen und bedeutenden Bauten des Mittelalters wie Schlösser, Burgen, Klöster und Kirchen wurden fast ausschließlich von Mönchen und den von ihnen erzogenen Männern errichtet. Kein Wunder, gehörten doch sie zu den gelehrtesten Menschen jener Zeit. Sie waren bis in die Zeit des romanischen Kirchenbaus die frühen Baumeister und für alles beim Bau zuständig. Im 12. Jahrhundert begannen hierbei die ersten Veränderungen. In der Zeit der Gotik, in Norddeutschland speziell in der Zeit der Backsteingotik, wie zum Beispiel auch in Rostock die Petrikirche, die Marienkirche und das Kröpeliner Tor zeigen, waren die Baumeister ausgebildete Handwerker wie Steinmetz und Steinbildhauermeister. Gleichzeitig waren sie nun auch diejenigen, die die Entwürfe und Berechnungen erarbeiteten. Man kann sagen, sie waren die frühen Architekten. Sie leiteten aber auch eine sogenannte Bauhütte. Dieses war ein Werkstattverband der unterschiedlichsten Handwerke, umfasste und einen organisierten Bauablauf bei der Errichtung der Kathedralen entwickelte. In der Zeit der Renaissance, wie der zweite Bau des Steintores, kam für die Baumeister eine neue Aufgabe hinzu. Sie traten nun auch als Unternehmer in Erscheinung. Im Barock, wie beim Rathaus oder im Barocksaal und Rokoko, erfolgte die Baumeisterausbildung dann erstmals an Bauschulen, zum Beispiel auch in Eckernförde, nordwestlich von Kiel. Sie waren zwar noch ausgebildete Handwerker, aber in ihrer Hauptaufgabe waren sie bereits Planer und Organisatoren. Im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert bildete sich der neue Beruf, der des Architekten, als eine eigene akademische Disziplin heraus. Ab dem 20. Jahrhundert waren an Hoch- und Fachschulen ausgebildete Bauingenieure und Architekten, nun die Baumeister. Seitdem haben sie die Projektleitung eines Baus. Was früher ein Stadtbaumeister war, ist zum Beispiel heute der Stadtarchitekt, also derjenige, der in seiner Stadt für die Planung und Projektierung sämtlicher Bauarbeiten verantwortlich zeichnet. Er ist dabei für das Wohl der Stadtarchitektur zuständig, wofür er den Auftrag und die Genehmigung mit einer Berufung durch die Stadtoberen erhielt. Die Aufgaben und das Tätigkeitsfeld des Baumeisters wandelten sich im Laufe der vielen Jahrhunderte mehrfach. Unabhängig von ihrer genauen, zeitgemäßen Bezeichnung ging es aber zu allen Zeiten um die fachgerechte Vorbereitung und Ausführung von Bauarbeiten. Er lieferte die Ideen, Modelle und Pläne für den zukünftigen Bau in der Kommune. Auch in Rostock war und ist diese Tätigkeit des Stadtverantwortlichen für Architektur und Bauausführung nicht nur eine Auszeichnung für großes Können, sondern diese ist auch gleichzeitig mit hohem gesellschaftlichen Stellenwert der Amtsinhaber verbunden. Beginnen wir im Jahre 1707 und nennen einige dieser, die das Stadtbild entscheidend mitprägten. Ein Jahr zuvor stürzte der 132 Meter hohe Turm von St. Nikolai nach einem gewaltigen Sturm ein. Der damalige Stadtbaumeister Klaus Ramp begann einen neuen Turm zu bauen, der nun mit einer Höhe von nur 84 Metern, bedeutend kleiner, aber mit Pyramidendach und Barocklaterne, eine absolute Bereicherung für das Stadtbild war. Zacharias Vogt, Stadtbaumeister ab 1718, war derjenige, der den einstigen Charakter des Rathauses mit seiner gotischen Giebelwand weitgehend aufhob und in Anlehnung an französische und italienische Palastbauten
die neuen barocken Vorbau für das Rathaus schuf. In der Neuen Waldstraße am alten Rosengarten wohnte zwischen 1852 bis 82 der Stadtbaumeister Theodor Heinrich Klitzing. Unter seiner Bauführung wurde 1855 das städtische Krankenhaus am Gertrudenplatz vollendet und zwischen 1864 und 67 die große Stadtschule in der Waldstraße gebaut. Seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts dehnte sich Rostock in Richtung Süden aus. Die Steintorvorstadt war im Entstehen. 1887 leistete Stadtbaumeister Studemund die Vorarbeiten für die Bebauung im Gebiet St. Georgstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße und Bismarckstraße. Etwa zur gleichen Zeit, 1885, erlebte die Schifffahrt in Rostock noch einmal einen Höhepunkt. Ein Hafenbaudirektor mit Namen Karl Friedrich Kerner wurde eingestellt, der wichtige Projekte für die Stadt umsetzen sollte. So leitete er den Umbau der Mühlendammschleuse, die zu jener Zeit noch eine große Bedeutung für den Binnenschiffsverkehr hatte. Auch der erste größere Bau des damals für den Dampfschiffsverkehr nach Gezer sehr wichtigen Hafenbeckens, das Basseng in Warnemünde, wurde durch ihn realisiert. 1897 begann unter seiner Leitung die Errichtung des Warnemünder Leuchtturms, der bereits ein Jahr später in Betrieb ging. Von 1900 bis 1903 erfolgte dort dann der zweite Hafenneubau mit der Einführung der Eisenbahnfährschifffahrt. Und nicht zu vergessen, 1913 die Verlegung des Wasserlaufs der Warnow vor dem Petritor mit dem Neubau der Petribrücke. Außerdem war er unter anderem auch noch Chef der Feuerwehr. Ab 1905 konnte sich die Stadt mit dem Architekten Paul Emich auch einen Stadtbaumeister für ländliche Bauten leisten. Immerhin besaß Rostock in dieser Zeit zum Beispiel mit den Dörfern Rövershagen, Kessin und Bentwisch und anderen immerhin 18 Pachthöfe, 3 Erbpachthöfe und 18 Bauerndörfer. Emich erstellte ein Jahr später den Bebauungsplan für Warnemünde, in dem er bereits den Standort für das geplante Kurhaus angab. Mit diesen Planungen verfolgte er inhaltlich den damals in Mode gekommenen Vorstellungen amerikanischer Planer und Architekten. Seine Handschrift hat er auch auf dem 1912 eröffneten neuen Friedhof hinterlassen. Das von ihm geplante Ensemble mit der zentralen Gebäudegruppe entstand 1908 bis 12. Dazu zählten das Feierhallengebäude, das an das Bild einer Landkirche erinnert, die Freifläche davor und die beiden Verwaltungsgebäude beiderseits des Haupteinganges. Wie Emich entwarf auch Hermann Tessendorf, der von 1907 bis 12 auf diese Stelle folgte, neue Häuser für die Dörfer. Er wohnte in der Alexandrinenstraße. Unter anderem plante er auch die Anlagen und Tierhäuser für den ersten Tierpark in Rostock. So stammt das heute noch stehende alte Eingangsgebäude auch von ihm. Gustav Dehn war aber bereits zu jener Zeit der Stadtbaudirektor, der oberste Bauherr. Zwischen 1898 und 1929 zeichnete er für Rostock und Warnemünde zuständig. Aus seinem ersten Amtsjahr stammt auch die erste bekannte Skizze vom Kurhaus in Warnemünde. Nach seinen Plänen wurde dann die ehemalige Sozietät am Anfang des 20. Jahrhunderts in ein Museum umgebaut. Auch die Bismarcksäule, die am Anfang des Barnsdorfer Waldes stand, wurde durch ihn als Bauleiter errichtet. Zur gleichen Zeit baute er am Güterbahnhof die Realschule, im Barnsdorfer Weg die Margaretenschule und auch die Schule am Alten Markt. Unter seiner Führung entstand in der Bleicher Straße das Elektrizitätswerk und ebenfalls in der Steintorvorstadt der Wasserturm. Das war aber auch die Zeit, in der das Rathaus restauriert und Teile der gotischen Architektur wieder freigelegt wurden. Aus dem Ratskeller entstand nun eine gediegene Gaststätte. Hinter dem Rathaus entfernte man die angebauten Verkaufsbuden. Gustav Dehn war es auch,
der dafür sorgte, dass am Kerkhoffhaus ab 1907 der barocke Putz entfernt wurde und das Original wieder zum Vorschein kam. Das Restaurant Hohe Düne in Warnemünde konnte dann zur gleichen Zeit übergeben werden. Sein Nachfolger im Amt wurde Gustav Wilhelm Behringer. Ein echter Rostocker, der in der Augustenstraße aufwuchs. Seine Familie war seit dem 15., 16. Jahrhundert in Rostock ansässig. Sein Vater war der Baumeister Ludwig Behringer. 3 Jahre nach der Weihe der katholischen Christuskirche kehrte er 1912 nach seinem Architekturstudium zurück in seine Heimatstadt. Es war auch das Jahr des Kaiserbesuchs in Rostock. Behringer wurde zunächst der neue Stadtbaumeister für das ländliche Bauen. Ohne Zweifel war er einer der herausragenden Architekten in ganz Mecklenburg und Pommern. Rostock war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine sich sehr dynamisch entwickelnde Hafen- und Werftstadt. Und Behringer sollte mit seinen Bauten, die das Erscheinungsbild der Großstadt in den ersten 3 Jahrzehnten prägten, dabei einen großen Anteil haben. Dies ist auch ablesbar an den 3 Reihenhäusern in der Balleckestraße 2 bis 4 aus den Jahren 1914-15. Nach Fertigstellung zog er mit seiner Familie in das linke Haus ein. Seine produktivste Schaffensperiode sollte die Zeit der Weimarer Republik sein. In dieser folgten nach dem Kriegsende zunächst 1918 die Novemberrevolution, 1920 der Kapp-Putsch und bis 1923 die Zeit der Inflation, sodass eine Blütezeit für den Wohnungsbau erst 1927 einsetzen konnte, als sich die Rüstungsindustrie in der Stadt etablierte. Rostock wurde Großstadt mit moderner Architektur. Neue Wohnquartiere im Westen und Nordwesten entstanden. Zunächst waren es Einzel- und Doppelhäuser in den neuen Siedlungen wie Altreutershagen oder Gartenstadt Stadtweide. Auch eine Siedlung um die Dirkower Mühle war bereits im Gespräch. Mehrgeschossige Wohnhäuser mit einer sachlich funktionalen Prägung sollten das große Wohnungsproblem Rostocks lösen. Bis in die frühen 1930er Jahre entstanden im damaligen Westen der Stadt, wie zum Beispiel in der Parkstraße und Umgebung, der Massmannstraße, der Detardingstraße, moderne Geschosswohnungen. Behringers Favoriten waren Häuser im Stile der modernen Architektur. 1925 entstanden so auch 2 viergeschossige Wohnhäuser in der neuen Bleicherstraße. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre machten Bauten, wie sie auch in der Klosterbachstraße stehen, die Stadt Rostock deutschlandweit bekannt. Allen voran waren es aber 3 große Bauten von Behringer. Da wäre zunächst die einstige städtische Gewerbeschule in der Parkstraße zu nennen, die 1926 eingeweiht wurde. Der großzügige Bau wird aufgewertet durch Plastiken und Standbilder der Rostocker Bildhauerin Margarete Scheel. Seit Ende der 40er Jahre gehört das Gebäude zur Universität. Das wohl bekannteste und auch bis heute populärste Gebäude ist wohl das Kurhaus in Warnemünde. Die ersten Planungen gab es dafür bereits 1898, noch von Paul Emich. Auch Behringer beteiligte sich erstmalig, 1913, mit Entwürfen dafür. Der Bau begann 1914, wurde aber wegen des Ersten Weltkriegs bereits 1 Jahr später unterbrochen und erst wieder 1925 weitergeführt. Das Projekt wurde von Behringer gründlich überarbeitet. Der dazugehörige Kurhausgarten konnte schon 1926 öffnen und das Haus dann endlich 1928 nach seinen Plänen fertiggestellt werden. Ein eindrucksvolles Beispiel für das neue Bauen in Mecklenburg. Die Innenarchitektur führte Walter Butzek aus. Die Malerin Dörte Helm-Heiser war für die künstlerische Gestaltung verantwortlich. 1930 wurde dann das ebenfalls im Stile der neuen Sachlichkeit errichtete Doppelschulgebäude für die Studienanstalt und das staatliche Oberlyzeum am heutigen Goetheplatz fertiggestellt. Diese Schule
wurde bald von den dann herrschenden Nationalsozialisten als undeutsch bezeichnet und 1937-38 mit einem Walmdach verändert. Später beherbergte das schon damals als modern geltende Gebäude ab 1947 auch die Goetheschule, die Herder-Oberschule, die erweiterte Oberschule Ernst Thälmann sowie ab 1991 das Goethe-Gymnasium. Heute ist die Schule äußerlich nach den Behringerschen Plänen wieder in alten Zustand zurückversetzt. Dasselbe Schicksal wie der Schule widerfuhr auch dem 1928 fertiggestellten Krematorium auf dem neuen Friedhof. Auch hier wurde dem Baukörper die verunstaltende Dachkonstruktion aufgesetzt. Ein letzter anspruchsvoller Auftrag für ihn war der Umbau der Sparkassenfiliale am Dobraner Platz 1930-31. Heute befindet sich hier das Café Lotte. Wahrscheinlich wurde unter seiner Leitung auch die Toilette mit Kiosk am Saarplatz gebaut, die 1932 in Betrieb ging. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten erzwingen diese seine Absetzung. Bis dahin befasste er sich noch mit der Planung der sogenannten Selbsthilfesiedlung in Dirkow. Ein Reihenhaus in der Schliemannstraße und ein Doppelhaus in der Trojanstraße, Ecke Seidelstraße, waren die letzten Gebäude, die er dann als freischaffender Architekt noch errichtete. Familie Behringer verließ 1943 Rostock, siedelte nach Göttingen über. Sein Leben vollendete sich in Berlin-West, hier starb er 1953. Durch den Neubau der Langen Straße zwischen 1957 und 61 wurde das erste Achtungszeichen für die neue Rostocker Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg gesetzt. Dies unter Leitung von Chefarchitekt Joachim Nitter. 1968 wurde man in Berlin zwischendurch auch größenwahnsinnig. Jede Bezirksstadt sollte ein neues, großes sozialistisches Zentrum bekommen. Die Pläne der Rostocker Architekten dafür waren hervorragend. Nach den ersten Bauaktivitäten dazu erwies sich das Ganze sehr schnell, 1972, als ökonomisch unrealisierbar für das Land. Rostock hatte dann in der Zeit danach bis hin zur politischen Wende das Glück, Stadtplaner und Chefarchitekten zu haben, die es schafften, trotz Material- und Geldmangel und auch Plattenbauweise eine neue Architektur zu schaffen, die sich deutlich abhob von der trostlosen Plattenbauweise in der gesamten DDR. Aber der enorme Bedarf nach Wohnungen konnte trotzdem nicht befriedigt werden. Dies auch, weil man finanziell nicht in der Lage war, viele der Altstadtsubstanzen zu retten. Die herausragende Stellung der zahlreichen Rostocker Neubauten gelang auch mit der Rückbesinnung auf die norddeutsche Klinkerarchitektur und durch die durchdachte, zweckvolle Aufstellung der einzelnen Neubaugebiete durch die Planer. Das Paradebeispiel für äußerst gelungene Bauweise unter den schwierigen Bedingungen jener Zeit ist natürlich die nördliche Altstadt. Oder aber zunächst am Universitätsplatz mit der Ergänzungsbebauung auf der rechten Seite neben der Einmündung in die breite Straße. Ihr Meisterstück lieferten die Architekten und Planer mit dem Fünfgiebelhaus, welches 1986 fertig wurde. Hier wurde endgültig bewiesen, wie interessant durch eine wohldurchdachte Architektur auch Plattenbauten sein können. Darin integriert waren Arbeiten namhafter Künstler wie Jastram, Friedrich und Dietrich. Und als Krönung dafür lockt dort der Brunnen der Lebensfreude, Treffpunkt für Jung und Alt und Oase des Ausruhens im Stadtzentrum. Für all das stehen Namen wie Rudolf Lasch, Chefarchitekt, Stadtplaner von 57 bis 89, verantwortlich für die neuen Wohngebiete Lüttenklein, Evershagen, Lichtenhagen, Schmal, Großklein, Dirkow und Teutenwinkel. Erich Kaufmann und Peter Baumbach, die leitenden Architekten des einstigen Wohnungsbaukombinates, sowie Christoph Weinhold, der zwischen 1966 bis 2008, also über 40 Jahre, ein Stadtplaner und dann von der Wende bis zu seiner Pensionierung der oberste Stadtplaner von Rostock war.
Tja, liebe Zuschauer, da haben wir also eine ganze Menge aus der Vergangenheit erfahren und meine Gedanken gehen schon ein wenig in die Zukunft hinein. Was werden zum Beispiel unsere Nachfolger sagen, die nächsten Generationen vielleicht in 100, 200 Jahren über das, was wir hier heute bauen, ob sie glücklich sind oder nicht? Ich weiß nicht, aber ich habe jemanden an meiner Seite, der es vielleicht uns erklären kann, vom Amt für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wirtschaft, das ist Herr Patrick Schmidt. Schön, dass Sie Zeit haben. Also, was werden die Leute sagen in 200 Jahren? Ich hoffe, Sie werden sagen, dass wir eine Menge richtig gemacht haben. Denn ich denke, dass wir, was unser Wachstum betrifft und das, was wir jetzt zurzeit bauen, doch auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich glaube, dass die Leute das honorieren werden, dass wir uns weiterentwickeln. Na gut, wir können es ja nicht überprüfen, aber ich denke mal, Sie haben recht. Lassen Sie mich weiterfragen, wenn Sie so stolz schon die Andeutung machen, es ist vieles entstanden in Rostock in den letzten Jahren. Worauf sind denn die Stadtplaner nun ganz besonders stolz? Also ich denke, dass man Einzelobjekte gar nicht hervorheben muss. Ich glaube, das Gesamtbild macht es momentan aus. Wir sind eine der wachsenden Städte. Wir sind die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Regiopole. Und ich glaube, das ist die Summe aller Dinge, die hier in der Stadt passiert sind, macht die Stadt so wahnsinnig attraktiv, dass aus nah und fern die Menschen zu uns kommen und eigentlich hier leben und arbeiten wollen. Und ich glaube, die Summe macht es, dass die Stadt so attraktiv ist. Und das macht uns eigentlich, glaube ich, ein bisschen stolz. Und das darf eigentlich jeden hier stolz machen, der dabei ist. Ja, vom Stolz komme ich gleich zu den Rostocker Bürgern. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist ganz normal. Es gibt aber auch doch nicht wenig Kritik an dem, was hier und dort entsteht. Traditionspflege und was da alles mit zusammenhängt. Wie reagieren denn die Stadtplaner auf sowas? Wir nehmen natürlich die Kritik ernst, das ist ganz klar. Kritik bedeutet immer, dass es eine Betroffenheit gibt. Und Betroffenheit ist überall da, wo etwas überplant wird. Da wird etwas Altes weggenommen, dafür gibt es was Neues. Und es gibt immer Betroffenheiten, sowohl für etwas Neues als auch dagegen. Solange das konstruktiv bleibt und die Kritik vernünftig ist, kann man damit auch sehr gut umgehen. Es gibt natürlich Kritik, die ist schwer zu fassen. Wir versuchen aber, diese Kritik aufzunehmen. Es gibt auch einen Bürgerleitfaden für Bürgerbeteiligung, der soll kommen, sodass wir also schon hier Wege gehen, die Bürger weiter mitzunehmen, mehr mitzunehmen, so wie wir es zurzeit ja beim Flächennutzungsplan, glaube ich, in der sehr groß angelegten Aktion dieses Jahr tun, wo wir wirklich alle mitnehmen wollen und sich zu beteiligen. Rostock hat seit Jahren ja ein Problem, sage ich mal, zu wenig Wohnraum. Und da wird ja immer wieder etwas Neues popularisiert mit Wohngebieten. Ist es da nicht eventuell angebracht, etwas gefühlvoller mit umzugehen? Stichwort Bistro. Wir haben natürlich Bistro mit angesprochen, weil wir einfach die Notwendigkeit sehen, wenn 27.000 neue Wohnungen kommen, brauchen wir größere Wohngebiete. Weil wir diese 27.000 Wohnungen nicht quer über das Stadtgebiet verteilen können. Das wird sehr schwierig. Deswegen war die Diskussion zu Bistro so wichtig. Wir werden allerdings dieses Problem oder diese Thematik auf jeden Fall mit dem neuen Flächennutzungsplan erörtern. Wir werden mit den Bürgern verschiedene Szenarien diskutieren, wo wir aufzeigen, welche Möglichkeiten für eine Flächenentwicklung gibt es. Und im Ergebnis dieser ganzen Diskussion werden wir dann schauen, ob Bistro am Ende notwendig ist oder ob wir Alternativen haben, die besser sind. Und das wollen wir mit den Bürgern diskutieren. Ja, wunderbar. Und nun wollen wir auch auflösen, warum wir uns genau hier auf dem Marktplatz getroffen haben. Denn ich würde Sie abschließend fragen wollen, worauf konzentrieren wir uns in den nächsten Jahren? Wo wird gebaut? Denn hier, Marktplatz und drumherum, ist ja eigentlich beabsichtigt, dass da was sich verändern wird. Es sind natürlich etliche Projekte in der Pipeline im Moment, wo wir dran arbeiten. Der Markt ist mit Sicherheit ein Objekt. Das ist ja sozusagen die gute Stube auch der Stadt, wo wir auf jeden Fall eine Entwicklung vorhaben. Das ist die neue Bebauung hier im Hintergrund. Ja. Wir haben natürlich aber auch vor, und das ist ja momentan gerade in der Diskussion, die Bebauungspläne zum Beispiel in der Südstadt, wo wir am Groten Pol im Bereich des SO-Bereichs Südstadt neue Wohnbauflächen schaffen wollen, urbanes neues Wohnen mit Wissenschaft und Forschung. Da warten sehr viele drauf, da haben wir schon sehr viele positive Rückmeldungen, sodass wir guter Dinge sind, dass dieses Gebiet sich richtig gut entwickeln wird. Dann haben wir natürlich noch ein paar Wohngebiete. Kiefernweg ist natürlich im Bereich Bistro angesprochen, Pulverturm. Wir haben den Stadthafen, wo es Projekte gibt. Wir werden die Buga hoffentlich dieses Jahr bekommen, dass die Bürgerschaft dazu entscheidet. Das wird ein sehr spannendes Projekt werden. Und die ganzen Folgeprojekte rund um das Rostocker Oval, wie wir es nennen, bis Gelsdorf rüber, Dirko.
Also es passiert hier im Moment eine ganze Menge. Gewerbeflächenentwicklung habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Auch dort wird sich sehr viel tun. Wir haben sehr viel vor. Also wir haben keinen Stillstand in der Stadt. Das wird sich immer weiterentwickeln. Dann darf ich Ihnen dazu natürlich viel Erfolg wünschen. Mögen viele, viele gute Ideen auch umgesetzt werden können. Und sage Dankeschön für das Gespräch für heute. Liebe Zuschauer, und an Sie vielleicht noch folgende Empfehlung. Ich wurde gefragt, können wir nicht nochmal die Adresse wiederholen? Wenn Sie mehr erfahren wollen, so ist richtig rum, über unser altes Rostock, dafür gibt es die DVD zum 800. Geburtstag unserer Stadt. Und es lohnt sich ganz bestimmt. Und wie können Sie die kriegen? Natürlich in den einschlägigen Fachgeschäften. Sie können auch bei uns anrufen oder Sie gehen übers Internet. Folgende Internetadresse: www.dvd-rostock800.de. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und hier nochmal danke.